wäre fleißig. So. Da ist das Ding. Ein paar Erneuerungen bekommen. Grüßt euch Leute, jetzt ein bisschen mit weniger Flexgeräusche. Ich habe mal die Tür zugemacht zum Nebenraum. So sieht unser Stall jetzt aus. Wir haben jetzt eine Sitzbank, kann man nicht sagen. Es ist ein Brett. Ist auch hart wie ein Brett, das Ding. Soll ja auch kein Fahrkomfort sein, sondern ein bisschen was fürs Treffen. Wir hatten den Tag bei Instagram eine Umfrage drin, ob wir so ein bisschen selber was basteln sollen. Daraufhin haben wir uns ein bisschen ans Holz gemacht, haben ein bisschen geschnitzt mit der Kettensäge und alles. Leider hat nichts gehalten. Ist alles gebrochen. Wir haben wahrscheinlich das falsche Holz genommen. Ja, dann haben wir doch originale Stoßdämpfer umgearbeitet. Haben das Brett ein bisschen oder ein Brett umgebaut, ein bisschen umgeformt und schwarz gemacht. Kette ist jetzt drin, Motor, Auspuff, Bremse vorne ist drin von der Schwalbe. Jo, da habe ich ein bisschen Hilfe bekommen beim Bauen. Jo, sieht schon bis jetzt ganz cool aus, muss ich sagen. Kotflügel haben wir noch ein bisschen umgearbeitet, dass die Kette drin passt. Ich weiß, ob man das jetzt sieht. Geht auf jeden Fall jetzt sahnig vorbei. Jo. So schaut's aus. Motortechnisch haben wir einen 70er drin gemacht, also ein 70er Zweikanal. Soll ja nichts Besonderes werden, also nicht zum Rennen fahren. Jo. Oh. Schöne Musik. Jo Leute, dann werden wir die nächsten Tage weitermachen. Ich muss ab morgen leider wieder arbeiten. Unsere Ausgangssperre oder unsere Quarantäne ist vorbei. Das Osterwochenende werden wir definitiv noch mal ein bisschen was reißen, hoffe ich. Und dann wird es ein neues Video in einer Woche oder anderthalb Wochen geben, da wir auch nebenbei noch ein paar andere Projekte haben. Jo, dann bis zum nächsten Mal.